Willkommen Leute zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal und ja, heute wieder eine Folge Minecraft Attack und ja, ihr habt gerade auch schon mein neues Intro gesehen, was ich jetzt immer verwenden werde ab heute. Und zwar hat mir das der gute Battlecrafter gemacht, da bin ich zum Beispiel schon mal sehr dankbar für. Ich habe da auch nicht nachgefragt, da hat er einfach nur Bock das zu machen und ja, war wahrscheinlich ein bisschen spontan. Und ja, keine Ahnung, jetzt habe ich das eben und ich werde das jetzt wahrscheinlich auch immer verwenden, mal gucken. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze dann so gestaltet. Ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie für immer verwenden, sondern vielleicht erstmal so einen Monat oder so, mal schauen. Weil ich glaube, auf Dauer ist so ein Intro dann immer doch ein bisschen störend. Aber naja, ich finde es cool, dass er mir eins gemacht hat und ja, deswegen werde ich es jetzt auf jeden Fall erstmal verwenden in der nächsten Zeit und ja, mal gucken, was da noch so draus wird. Aber ich muss auch schon mal sagen, wahrscheinlich nicht immer. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich sagen, okay, nur noch zu besonderen Videos oder so, keine Ahnung. Oder ja, dass ich zumindest nicht mehr so oft dann verwende. Weil ich finde eigentlich, das muss nicht sein, vor jedem Video so ein Intro zu haben, wenn man so viele Videos macht auch noch. Finde ich dann irgendwie doch ein bisschen, ja, störend auf Dauer. Zumindest für meinen Kanal und auf TexMarkLP zum Beispiel mache ich das ja auch schon lange nicht mehr. Und ich finde das eigentlich auch mal besser, weil das ist immer nochmal so zusätzliches Videomaterial und keine Ahnung. Und das, weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist. Wird das Video nochmal länger und braucht länger zum Hochladen, ne? Und, naja, muss ja nicht sein. Und, ja, ich weiß halt nicht. Trotzdem werde ich das erstmal verwenden, weil ich es einfach cool finde, dass er mir einfach so eins gemacht hat, ohne dass ich was gewünscht habe oder so, keine Ahnung. Hat auch einigen anderen Leuten ein Intro gemacht. Könnt ihr mal vorbeischauen bei ihm. Ich habe ihn zum Beispiel auch auf meinem Hauptkanal schon verlinkt. Ja, und gerne mal reinschauen bei Battlecrafter. Er bringt ja zurzeit Hexit und andere Videos noch. Hauptsächlich PvP immer. Und, ja, da bin ich ja mal gespannt, was da noch so kommt auf jeden Fall bei ihm. Ich hoffe auch, dass sein Hexit mal wieder etwas aktiver wird. Da war er jetzt in letzter Zeit echt inaktiv irgendwie. Und hat nur noch Folgen gebracht, die schon einen Monat alt sind. Fast so wie ich. Ja gut, bei mir ist nicht ganz so schlimm tatsächlich. Aber ich weiß auch noch nicht, wie ich das machen will, wenn ich im Sommer in Urlaub fahre. Da muss ich ja auch einen Monat vorher schon anfangen, Videos vorzuproduzieren. Damit ich das einfach schaffe, meine zwei Videos am Tag einzuhalten, ne? Muss ich mal schauen, vielleicht mache ich dann auch einfach eine Pause. Habe ich mir schon so überlegt. Mal gucken. Und ja, ich wollte jetzt erstmal noch so gucken, was in der Stadt so abgeht. Nachdem ich jetzt kurz das erklärt habe mit dem Intro. Ja, wir werden das auch vor jedem Video dann sehen ab jetzt. Auch bei allen Serien, die schon laufen. Also auch The Magic of Kalmanas zum Beispiel. Oder, ja, keine Ahnung, hier. City Survival fängt ja jetzt bald an bei mir auch. Morgen werde ich dann nochmal ein Video hochladen, wo ich meinen Upload-Plan erkläre. Und das nochmal wirklich, ja, sehr, sehr detailliert auffasse und, ja, bespreche. Bei Hexits wird es das Intro natürlich auch geben. Und ja, mal gucken. Okay, so viel auf jeden Fall dazu. Ich denke mal, viel gibt es dazu jetzt auch nicht mehr zu sagen. Und ja, wir gucken einfach mal, was es hier so Neues gibt. Delahead hat auf jeden Fall nicht an der Stadtmauer weitergebaut. Ey, was habe ich heute schon wieder für beschissene Wortdreher drin? Das kotzt mich ja schon wieder an. Mann. Ja, ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel hier mit der Stadtmauer. Die anderen sind eigentlich kaum noch aktiv für einen Minecraft-Attack. Ich wollte aber jetzt trotzdem mal rumgucken, ob irgendwer online war und was gemacht hat. Ich weiß ja nicht. Ich könnte auch nochmal mit der Elytra irgendwo lang fliegen, aber ich habe die leider nicht mehr. Bisschen scheiße, ne? Naja. So, was da hinten? Ach, das ist eine Kuh. Lol. Naja. Ich ist einfach durch einen Baum gebaut, ist ja auch lustig. So. Na, ich guck dann mal. Zack. Einmal durch. Hat Nekuk eigentlich nochmal weitergemacht? Das weiß ich gar nicht. Würde ich gerne nochmal wissen. Aber ich glaube nicht. Ich kann nochmal in der Zweitstadt gleich gucken, ob da was Neues ist. Und mein Haus bewundern, damit wir das auch mal wieder sehen. Okay. Ich weiß nicht, ob Streetmaster schon eine Folge aufgenommen hat für heute. Da bringt er auch das immer am Wochenende. Keine Ahnung, weil ich nehme das ja gerade wieder am Samstag auf, ne? Und ja, aber ich glaube, er hat auch noch nicht aufgenommen, ich weiß es nicht.
Naja, ich kann ja mal gucken. In letzter Zeit baut er eh nicht mehr so viel, sondern macht er andere Sachen, keine Ahnung. Hier, gibt's da irgendwo was? Ja, ich glaube nicht unbedingt. Ja, Moment, warte mal. Ah ne, das sind einfach die Lampen, die kennen wir ja schon. Naja, gut, dann würde ich sagen, gehe ich halt einfach wieder hoch. Und wir gucken mal, was ich so machen kann. Ich würde ja gerne mal an meinem Beacon und so weiter machen. Und ja, ich habe jetzt auch wieder einige Themen auf jeden Fall. Also die nächsten Folgen werden wahrscheinlich alles Themenfolgen werden. Weil ich da wirklich einiges zusammengesammelt habe. Heute hatten wir auch das Intro als Thema sozusagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es so wird mit Intro wieder. Bin das ja jetzt echt lange nicht mehr gewöhnt, dass ich ein Intro verwende. Naja, werden wir sehen. Und ja, ich guck dann einfach mal. Ach ja, dich die Wolle drin, na gut. Hatte ich ja auch Bauenblöcke zumindest, oder zufällig? Nee. Ah, ich gehe immer hier runter, ey, das kotzt mich auch an. Muss mir das echt mal angewöhnen. Wir müssen auch mal hier dieses Ding hier fertigstellen noch. Das würde ich vielleicht jetzt mal machen, oder so. Oder in der nächsten Folge dann eben. Oder jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich heute als Thumbnail nehmen soll. Vielleicht einfach so ein F5-Ding. Könnte ich machen. Hier oben müssen wir auch noch wegreißen. Komm, das mache ich mal eben. So. Oder? Na, ich weiß nicht. Soll ich lieber erstmal die Treppe machen vielleicht? Wäre vielleicht besser. Weil hier muss halt einiges passieren. Und, ja, vielleicht schaffe ich das ja dann schon in der nächsten Folge. Da kann ich davon jetzt auch noch ein Thumbnail machen. Genau. Gut, dann tue ich das hier rein. Und, dann hole ich mir mal ein bisschen Schwarzeichenholz hier. Ja, da habe ich ja genug. Vielleicht auch abwechselnd mit Fichtenholz. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Da habe ich ja eh noch was übrig. Und, ja. Achso, das wollte ich ja alles durchcraften hier. Genau. Und Fichtenholz. Auch nochmal her. So. Okay, dann muss ich jetzt erstmal von dem Zeug Treppen machen. Also ich werde das hier wahrscheinlich als Treppen nehmen, so ein bisschen, und dann an den Seiten Fichtenholz mit dem anderen gemischt oder so. Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall einiges und ja, wir gucken mal, wie das gleich so aussehen wird. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die schon lange ansteht und die jetzt endlich mal gemacht werden muss, ne? So. Zack. Huch. Weg damit. So, erstmal eine Fackel an die Wand hängen, auch wenn das nicht so viel bringt, weil wir die Wand natürlich auch noch austauschen müssen. Aber gut. Ist ja erstmal egal. Und ich setze die dann immer falsch, ne, die Treppen auf Dauer. Ist auch übelst nervig immer. Also ich baue solche Treppenhäuser irgendwie nicht gerne. Naja, wir müssen einfach mal schauen. So. Zack. Und dann hier. Das und das kann man auch noch stacken. Mann. Wieso stack ich das nicht? Naja. So, was machen wir oben hin? Ist natürlich eine gute Frage. Könnten wir auch nochmal hier die Schwarzeichenholztreppen nehmen. Weil, davon haben wir jetzt schon welche. Und ich will jetzt nicht irgendwie noch Fichtentreppen machen und dann von beiden was übrig haben. Das wäre irgendwie sinnlos. Deswegen nehme ich einfach das eine Holz, ne? Wo wir jetzt eh schon was davon haben. So. Hier kann ich ja dann auch nochmal zubauen. Zack. Da haben wir dann auch schon den Sandstein. Zum Glück bricht hier nicht noch irgendwie Sand ein oder so. Von oben. Ah, scheiße. So, dann komm mal her. Hier kann auch nochmal was hin. Workbench habe ich dabei, sehr schön. Da kann ich mir mal kurz noch ein paar sowas machen. Mehr sollten wir auf jeden Fall nicht brauchen, also kann ich mir nicht vorstellen. So, dann da oben, da könnten noch Slabs hin. Genau, das ist doch perfekt geeignet eigentlich. Weil da drüber sind ja sowieso hier andere Blöcke. Ach na toll, jetzt habe ich mir genau 6 zu viel gemacht. Das hätte perfekt gereicht sonst. Naja, egal. So, ja, dann wird hier wahrscheinlich alles Fichtenholz hinkommen. Und ja, wie wir das hier weiterbauen, das sehen wir dann in der nächsten Folge.
jetzt würde ich erstmal sagen, haut da rein und tschüss zusammen. Und ja, lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, würde ich auch mal sagen, ne? Okay, Thumbnail mache ich dann gleich. Bis später.